Caroline Beil erlebte mit Bürger Lars Dietrich Mitte November einen wahren Albtraum. Die beiden befanden sich auf Tournee mit dem Theaterstück Rent a Friend und hatten ihre Zimmer in einem Hotel in Worms bezogen, als ein verheerender Brand ausbrach. Die Schreckensnacht begann für Caroline Beil mit einem irren Knall um 2 Uhr morgens, der sie aus dem Schlaf riss, wie Beil der Bild berichtet. Ein Handyladen direkt unterhalb des Hotels hatte Feuer gefangen und stand in Vollbrand. Die Flammen und der dichte Rauch versperrten den Weg durch das Treppenhaus. Die Gefahr einer Rauchvergiftung, die binnen Minuten tödlich sein kann, war allgegenwärtig. Im Hotel ging kein Feueralarm. Es gab auch keine Rauchmelder, so Beil. In dieser Situation entschied sich ihr Kollege Dietrich für einen Sprung aus dem Fenster im ersten Stock auf ein darunter parkendes Auto, während Beil und andere Gäste nach einem Ausweg suchten. Inmitten der Panik und des Chaos gelang es Beil schließlich, auf Anweisung ihrer Fahrerin, die einen Notausgang ausfindig gemacht hatte, das Hotel zu verlassen. Draußen mussten sie mit ansehen, wie der Handyladen komplett niederbrannte. Die Polizei bestätigte die Evakuierung von 42 Personen aus dem Hotel. 3 davon wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Beil und ihr Team kamen mit dem Schrecken davon und mussten nicht wie andere beatmet werden. Nach der dramatischen Rettung fand die Gruppe Zuflucht im Amtsgericht von Worms, wo sie die restliche Nacht verbrachte. Trotz des Schocks und der durchlebten Angst musste das Team weiterziehen, um ihren Auftritt in der Schweiz nicht zu verpassen. Wir riechen alle, als ob man uns durch einen Kamin gezogen hat, so die erfolgreiche Schauspielerin.